Hey zusammen und willkommen zu einem weiteren Food-Test. Viele von euch haben mir geschrieben, dass ich doch mal zu Subway gehen sollte und da gucken soll, ob es da etwas Veganes gibt. Und ich bin heute beruflich in Hamburg unterwegs und dachte mir, ey, ist der perfekte Zeitpunkt, um das Ganze bei Subway mal zu testen. Let's go. So, ich bin bei Subway gewesen und musste da aber raus, weil die Musik einfach viel zu laut war und dann hätte ich mich gar nicht verstanden. Ich hoffe, ihr könnt mich so schon ganz gut verstehen, weil ich eigentlich es ganz charmant fand, das Ganze von unterwegs aus zu machen. Ich bin tatsächlich fündig geworden. Die Herausforderung bei Subway war tatsächlich, dass da in Sachen veganer Kennzeichnung nichts gekennzeichnet ist, sei es beim Brot, bei den Soßen, bei eigentlich sämtlichen Belagen oder Belägen steht nicht bei, ob da tierische Sachen enthalten sind oder nicht. Selbst bei dem Gemüse-Patty, wo viele jetzt sagen würden, ja, das müsste doch vegan sein. Nein, da ist Ei drin, damit kommt es eben auch nicht für Veganer in Frage. So viel zu der nicht vorhandenen Kennzeichnung. Selbst einige Brotsorten sind nicht vegan. Vegan sind nur Sesam, Vollkorn oder Italien. Alle anderen, da sind irgendwo tierische Inhaltsstoffe drin, wie beispielsweise Honig oder ähnliches. So, dann zeige ich euch mal, was ich mir im Detail bestellt habe, denn ich habe am Ende, finde ich zumindest, echt einen guten Kompromiss gefunden, den ihr auch gerne nachmachen könnt. Hier könnt ihr meine Kreation sehen. Das ist tatsächlich ein 15 cm Sandwich, komplett vegan. Und ihr fragt euch sicher, was da überhaupt drauf ist. Also ich habe einmal ein Sesambrot genommen, mir auch das rösten lassen. Und das Schöne an Fastfood ist, es sieht irgendwie beim Unboxen nie geil aus, deshalb entschuldigt. Was ist da alles drauf? Da ist einmal die komplette Salatauswahl drauf, also normale Gurken, saure Gurken, Möhren. Ich glaube, das da soll Spinat sein. Dann haben wir hier Mais, wir haben hier ein paar Oliven, denn ich habe das Veggie Delight Sandwich bestellt. Komplett aber natürlich ohne Käse, weil es gibt bei Subway keinen veganen Käse. Dazu habe ich mir, und das sieht man gerade irgendwie gar nicht mehr, auch ein bisschen Avocado-Creme geben lassen, also Guacamole, für 50 Cent extra hier oben da sieht man sie. Und auch bei der Soße müsst ihr aufpassen, denn auch nicht alle Soßen sind vegan. Und darauf erstmal einen Biss, denn ey, ich war ewig nicht mehr bei Subway. Was mir direkt auffällt auf jeden Fall ist, dass die Zutaten alle sehr knackig sind. Das Brot ist super geröstet oder gegrillt, nee, getoastet, so ist das richtige Wort. Aber die Zutaten hier sind alle recht frisch, knackig und schmecken tatsächlich sehr gut. Jetzt hole ich mal die Avocado-Creme. Die schmeckt auch tatsächlich sehr, sehr lecker. Und bevor ich final aufsetze, erkläre ich euch noch das Geheimnis mit den Soßen. Auch nicht alle Soßen sind vegan, da müsst ihr auch aufpassen. Denn vegan ist nur Barbecue, Salsa, Sweet Onion und natürlich Essig und Öl. Wenn ihr das gleich haben wollt wie ich habe die Sweet Onion Soße genommen. Schmeckt verdammt lecker und kann ich nur empfehlen. Ansonsten, Getränke, die üblichen Verdächtigen, Cola vegan, Wasser vegan, Sprite vegan, da könnt ihr nichts falsch machen, aber so Sachen wie Desserts gibt es da nichts Veganes. Aber immerhin gibt es einen Apfel für 85 Cent. Hey, das ist doch schon mal etwas, oder? So, ich bin ja nur das Gesamtfazit schuldig. Ich gehe mal kurz drauf ein. Kennzeichnung der veganen Sachen 0 von 5 Philips. Auswahl ähnlich wie bei McDonald's. Eigentlich müsste ich da 1 von 5 Philips geben, bei McDonald's hätte ich 2. Deshalb will ich jetzt hier 1,5 Philips geben. Zum Preis, ich habe unter 4 Euro bezahlt, was recht günstig ist, weil es satt macht. Und zum Geschmack, es war echt frisch alles, hat gut geschmeckt. Und da werde ich auf jeden Fall zukünftig wieder hingehen. Bei der Gesamtwertung landet Subway somit im Mittelfeld. Und ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben, wo ich noch in Zukunft veganes Essen austesten soll. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn euch das Video gefällt, gebt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem neuen Video wieder. Macht es gut, bis dann und tschüss!